Winterzeit ist Geschichtenzeit. Das war schon immer so. Gerade in der dunkelsten Jahreszeit erzählen sich Menschen Geschichten. Von der Dunkelheit, aber auch von der Hoffnung auf Licht, dass Sonne und Wärme irgendwann wieder an Kraft gewinnen. Gerade in den Ländern mit dunklen Wintern oder auch in Zeiten, in denen es noch kein künstliches Licht gab, das die Dunkelheit vertreiben konnte, waren das oft Geschichten, die Angst gemacht haben oder bedrohlich waren. Da gab es Wesen aus der Unterwelt, Geister und Hexen, Wichtel und Trolle, die im Schutze des Winterdunkels an die Oberfläche gekommen sind. Manche sind freundliche Wichtel. Sie versprechen Schutz für Haus und Hof, wenn man ihnen an Weihnachten nur ein Schälchen Reisbrei vor die Tür stellt. Aber andere sind auch ziemlich unangenehm. Da gibt es Hexen, die Schrubber und Besen klauen und auf ihnen durch den Winterhimmel reiten. Oder Weihnachtskerle, die Türen zuschlagen, Töpfe und Teller ausschlecken und den Weihnachtsfrieden so stören. Und in Island erzählt man sich sogar von einer Weihnachtskatze, die grausam durch die Gegend schleicht und damit droht, alle aufzufressen, die es nicht geschafft haben, sich zu Weihnachten neue Kleidung zu besorgen. Viele dieser unheimlichen Wesen sind Teile der Weihnachtstraditionen, vor allem in den nordischen Ländern. Aber auch bei uns erinnert zum Beispiel Knecht Ruprecht, der dunkle Gesell des Nikolaus, der mit der Rute, an diese dunklen Geschichten. Auch Christinnen und Christen erzählen sich in der Zeit des Jahres, die am dunkelsten ist, eine Geschichte. Es ist die Geschichte von einem prächtigen Stern, der plötzlich am Himmel erscheint und zu einem hellen Wegweiser durch die Dunkelheit wird. Es ist die Geschichte, die davon erzählt, dass mitten in der dunklen Nacht, in der dunkelsten Zeit, neues Leben geboren wird. Christinnen und Christen erzählen sich diese Geschichte von einem Friedenskönig, denn die Welt kommt mitten hinein in Krieg und Vertreibung, in Flucht und in Angst und Heil und Segen in diese Welt bringt. Christinnen und Christen erzählen sich diese Geschichte und sind dabei überzeugt, dass Gott, der Schöpfer dieser Welt, selbst in die Welt hineinkommt, dass er Licht in die Dunkelheit bringt, Heil für alle Menschen. Darum feiern wir Weihnachten, das Fest des Lichts, in der dunkelsten Jahreszeit und tragen so die Botschaft in die Welt, dass nicht die Geister der Angst siegen, sondern Gottes guter Geist der Liebe. Darum laden wir Sie alle sehr herzlich ein, mit uns gemeinsam diese gute Botschaft zu feiern am Heiligen Abend. In Lauterbach, Blitzenrot und in Rimlos, mobil an 11 verschiedenen Straßenecken zwischen 16 und 18 Uhr. Oder in der Christvesper hier in der Lauterbacher Stadtkirche, die um 18 Uhr beginnt und um 19 Uhr mit dem Christkindwiegen endet. Oder in Heblos mit einem Krippenspiel an verschiedenen Stationen in der Dorfmitte, das auch um 18 Uhr beginnt und an der Kirche einen gemeinsamen Abschluss findet. Wir freuen uns auf Sie. Wir freuen uns darauf, Ihnen in den verschiedenen Gelegenheiten zu begegnen und wünschen Ihnen noch eine gesegnete Adventszeit und frohe Weihnachten.